So, Sport und Freizeit ist jetzt unser Thema. Ich bin jetzt mal ganz ehrlich, bis vor knapp einem Jahr war Sport für mich absolut noch ein Fremdwort. Ich konnte stundenlang zuschauen, aber selber machen, ich habe immer gedacht, nee, geht nicht mehr. Da fehlt mir die Energie und auch die Körperlichkeit ist nicht mehr da, bis ich eines Besseren belehrt wurde. Und heute habe ich mit mir in der Sendung eine Sportspezialistin, die Patricia. Und die wird uns zeigen, wie man ganz, ganz einfach auch als jemand, der überhaupt keinen Bezug mehr hat zu Sport, doch wieder ein bisschen sportlicher werden kann. Etwas für seine Figur tun, etwas für seine Gesundheit tun. Und Patricia, du sitzt jetzt schon wunderbar auf unserem Heimtrainer hier und arbeitest. Und sag mir mal, was hier gemacht wird. Ganz einfaches Radfahren. Und das ist nicht Radfahren in der Besonderheit, dass Sie jetzt draußen im Regen fahren müssen. Sie können Radfahren vom Fernseher, in der Küche oder überall anders, wo Sie es gerne möchten, im Schlafzimmer. Ganz toll hierbei ist, dass wir hier Pulsmesser haben. Das heißt, Sie können auf Ihren Puls achten, was ja mittlerweile ein sehr wichtiges Thema ist. Ne? Seinen Puls zu achten, dass der nicht zu hoch geht. Oder wenn man vom Arzt gesagt bekommt, bitte nicht über 120 im Puls gehen, so hat man den hier unter Kontrolle. Wenn man hier schön auf diese Sensoren, ich weiß nicht, ob man den sehen kann, hier drauf legt, die Hände. So. Ja, für mich das Wichtigste immer ist beim Sportmachen, den inneren Schweinehund zu überwinden. Und ich denke mir, ich habe mir auch oft gedacht, also bevor ich wieder ein bisschen sportlicher wurde, und dann gucken mich die ganzen Leute so komisch an und ich weiß gar nicht, ob ich das Leistungsniveau bringe wie andere. Aber hier kann ich das eben allein für mich machen, allein mich steigern und das ohne größere Anstrengung. Ich muss ja kein Profi sein, um da drauf zu sitzen, oder? Ganz wichtig ist hierbei, dass du ja kein Profi sein sollst. Du sollst ja was für dich tun, um ein Profi zu werden. Weil wenn wir schon Profi wären, dann bräuchten wir ja keine Heimtrainer. Und hier haben wir das Gerät, um der perfekte Profi zu Hause zu werden. Und das egal in welchem Alter. Sie sehen jetzt, ich sitze hier ganz entspannt, ich habe aber eine höhere Geschwindigkeit schon drauf. Sie können aber ganz gemäßig Ihr eigenes Tempo bestimmen. Ganz toll, hier auch verschiedene Schwierigkeitsgraden, um der Profisportler daheim zu werden. Wettrennen mit der Frau. Also verschiedene Stärken heißt einfach, der Widerstand wird verstärkt. Richtig. Mal muss ich ein bisschen schwächer strampeln, mal ein bisschen stärker. Also ich würde jetzt mal wieder ganz schwach anfangen, aber das finde ich eben schön, wenn man sowas macht, merkt man selber, wie man sich von Tag zu Tag, von Woche zu Woche, wenn man es dann regelmäßig macht, steigert. Und lässt du mich auch mal drauf? Ja, dann stellen wir direkt ein, weil das Wichtige hierbei ist, du siehst auch direkt, was du an Kalorien verbrauchst. Das welche Distanz du fährst und wie hoch dein Puls ist. Und das natürlich in einem sehr übersichtlichen... Da kommen meine Füße rein, oder? Das ist wieder Sicherheitsaspekt, damit du den besseren Halt hast. Soll ich dir helfen? Hoch, das wäre nett. Genau so, jetzt rein. Perfekt. So, und dann strampel ich mal los. Und hier hast du gesagt Pulsmesser. Genau, da legst du dann demnächst deine Hände mal drauf und bitte check immer erst deinen Puls. Das ist auch für Sie, meine lieben Zuschauer, immer wichtig, dass Sie nicht mit zu hohen oder niedrigen Puls anfangen zu starten. So, und jetzt sitzt du ja schon ganz bequem und jetzt kannst du hier vorne an dem Rädchen, was wir hier hoffentlich gleich sehen, die Geschwindigkeiten einstellen, also die Schwierigkeitsgrade. Den Widerstand. So, und dann hier vorne hast du dieses wunderbare LCD-Display. Du siehst jetzt gerade, wie viel Kalorien du schon verbraucht hast, oder mit mir zusammen 103 Kalorien. Das warst du vorhin schon. Also ich habe noch nicht so viel verbraucht, aber ich finde das ganz interessant. Und heutzutage ist ja überall auf den Lebensmitteln auch Kalorienangaben. Ja. Und dann esse ich jetzt mal Spaghetti Bolognese und weiß dann gleich, wie viel ich danach wieder abtrainieren muss. Kann mir also Ziele setzen. Finde ich klasse. Du sollst dir ja auch Ziele setzen. Sie zu Hause wollen ja auch sich ein Ziel setzen. Und zwar nicht kugelrund zu werden, sondern um eine gute, durchtrainierte Figur zu haben. Sie müssen keine Bohnenstange werden, das will keiner sein. Und ich sage Ihnen was ganz ehrlich, das ist unerotisch. Erotisch ist, eine vernünftige Figur zu haben, gerne mit Popo und ein bisschen mehr Muskeln. Und das schaffen Sie hier wunderbar auf diesem wunderbaren Fahrradtrainer. Ja, was ich auch schön finde, man merkt schon, wie man beweglich wird, ja, ohne sich groß anzustrengen und ohne die Gelenke unnötig zu belasten, sondern hier einfach mal wieder in Tritt kommen. Und egal in welchem Tempo, ob man langsam macht noch am Anfang oder sich dann von Tag zu Tag ein bisschen steigert. Also ich finde es klasse. Wie gesagt, der einzige Hintergrund ist der innere Schweinehund. Ja, aber jetzt hast du ja schon den inneren Schweinehund überwunden. Sitzt da auch ziemlich leger. Jetzt sag mir mal, wie fühlt sich der Popo an auf diesem Sitz? Wie fühlt sich das an? Also sehr, sehr bequem. Ich muss sagen, ich bin schon auf Fahrrädern gesessen. Ich kann mich noch dunkel daran erinnern. So diese langen Sportsachen. Ja. Und wenn du da 5 Minuten gefahren bist, dann hat dir der Hintern wehgetan. Dann habe ich gedacht, was mache ich wieder da drauf sitzen? Also hier sehr, sehr bequem. Und egal, ob ich jetzt freihändig fahre oder dann natürlich hier in der Rennfahrerhaltung, sage ich jetzt. Also
Klasse Gefühl. Und das für so unglaubliche günstige Zahlen mal wieder. 132,91 €. Das muss ich direkt mal reinschmeißen, denn das ist absolut etwas, was ich auch dir empfehle. Vor allen Dingen, was schön ist, du kannst den Sitz Höhen verstellen. Also quasi wirklich hier jeder Größe anpassen. Wenn Sie jetzt zum Beispiel 1,90 Meter groß sind, dann können Sie wirklich die Höhe richtig einstellen. Schön ist natürlich dabei auch, Sie können es individuell benutzen. Zum Beispiel in der Küche, im Wohnzimmer, beim Fernsehen gucken, in Ihrem Wohnzimmer und sich ablenken lassen. Wovon ich jetzt total überrascht bin, das macht überhaupt keine Geräusche. Das heißt, ich störe niemand. Ich kann eben nebenher Fernsehen schauen oder auch Radio hören einfach mal oder mich auch ganz bequem unterhalten. Wenn wir jetzt mal ganz kurz ruhig sind, hören wir, es macht überhaupt keine Geräusche. Ich höre nichts. Perfekt. Und das finde ich auch einen guten Aspekt, den du angesprochen hast. Es ist leise, es ist kein Krach. Wenn Sie jetzt im Fitnessstudio sind, haben Sie unheimlich viel Krach und vor allen Dingen andere Leute um Sie herum, die das gleiche Gerät benutzen wollen und haben nicht die Ruhe. Hier haben Sie die Ruhe weg und können sich auch die Ruhe für sich nehmen und die Zeit. Oder auch für Muttis fällt mir ein. Wenn Sie, die wollen ja immer die Ohren offen haben, wenn die Babys gerade neu geboren sind. Hier hast du die Möglichkeit dadurch, dass das so leise ist, du kriegst wirklich alles um dich herum mit. Du konzentrierst dich da nur drauf. Perfekt. Das ist absolut perfekt hier. Und ich muss sagen, es macht auch Spaß. Es ist nicht allzu anstrengend. Natürlich kann man es auch anstrengend machen. Man kann mal so richtig Gas geben. Ich lasse das jetzt, da ist mir heute zu warm. Aber ich finde es richtig klasse. So, man fühlt sich so frei und man tut trotzdem etwas hier. Genau, und du machst ja hier, um das nochmal aufzugreifen, du tust ja wirklich was. Das sind die Oberschenkel, die Unterschenkel, die Sprunggelenke. Alles arbeitet ihr mit und selbst der Oberkörper ist in einer perfekten Haltung. Und das alles für 132,91 € mit der Bestellnummer NX1079 und der 569 ist dieser Crosstrainer inklusive Pulsmesser natürlich und den Kalorienangaben und so weiter und so fort bei Ihnen. Und dann können Sie anfangen zu trainieren. So, aber unser Heimtrainer hier ist noch nicht alles, was du uns mitgebracht hast. Jetzt hast du so ein ganz komisches Gerät. Vor den Dingern habe ich immer Respekt. Zeig mir mal, wie das Ding funktioniert. Ich finde, dieses Gerät ist mein Lieblingsgerät, weil das wirklich Oberkörper trainiert ist. Macht die Mitte trainiert und den Popo, die Oberschenkel und ganz wichtig, die Waden. Und das ist unser Crosstrainer. Ganz wichtig auch hier wieder, so einfach wie in der Bedienung beim Fahrrad. Wir haben ein übersichtliches Display, wo wir das einschalten können und uns auch schon die Zeit einstellen können, verschieden. Zum Beispiel fängt das jetzt eher an zu laufen. Dann kann man hier sehen, den Kalorienverbrauch. Die Distanz, die Sie hier schon gelaufen sind. Und vor allen Dingen können Sie ganz einfach per Knopfdruck alles wieder auf Null setzen. Und ganz wichtiger Aspekt, wir haben auch hier wieder die Pulsmesser, wo ich schon hier drauf bin. Also ich kann einmal mit Arme oder auch ohne Arme trainieren. Und dann ist ja auch wichtig für die Koordination, oder? Zeigst du mir das mal mit den Armen? Genau, hier mit den Armen setzt du einfach an. Also wie gesagt, an erster Stelle schön draufsetzen, den Puls gucken, immer mal wieder drauflegen und checken, ist alles in Ordnung. Und das Wichtige ist, sie sind hier wirklich gut gehalten und können hier wirklich, du siehst ja, du kannst ja wirklich hier rumspielen und machst den ganzen Oberkörper mit, die Beine, alles und schön einfach. Und vor allen Dingen hast du hier auch wieder ein Rädchen und kannst hier mit die Schwierigkeitsgrade wieder einstellen. Man hat auch eine gute Haltung automatisch durch diese Armhaltung. Und ich muss sagen, ich sehe das immer, wenn ich an irgendwelchen Fitnessclubs vorbeikomme. Die haben ja mittlerweile diese riesen Fensterfronten. Und da siehst du immer so 10, 20 von diesen Crosstrainern nebeneinander. Und ich sage, boah, mach mal. Ich habe voll gerade Spaß, also Ralf, du musst ja gerade mal selber drauf. Das macht voll Spaß und vor allen Dingen ist das total einfach. Oh, jetzt werden die alten Männer wieder gestresst. Und guck mal, ich habe überhaupt keine Luft oder so das Problem. Ich habe immer noch Power. Ich kann hier richtig rein. Also das macht richtig Spaß. Und wie leise das ist. Ja, auch hier wieder total. Magst du mal selber? Ja, gerne, komm. Sagen wir also einfach nur draufstellen. Einfach nur draufstellen, schön festhalten. Runterfliegen kann man fast nicht. Genau, mach es bitte langsam. Und auch du, lieber Ralf, tust mir den Gefallen. Leg erstmal bitte deine Hände auf den Pulsmesser. Dann checken wir das mal. Gucken wir mal nach meinem Puls. Hab ich noch Puls? Ich lebe noch. So. Okay. Ich habe jetzt wieder alles gelöscht. Jetzt sind wir ein bisschen zu weit. So. So. Also. Jetzt fangen wir an. Gucken wir den Puls. Gut, mein Ruhepuls 74 ist hervorragend, denke ich jetzt. Und jetzt fange ich an, rückwärts oder vorwärts? Was ist denn vorwärts? So, wie magst du es, vorwärts oder rückwärts? Machen wir vorwärts. So. Genau, langsam. Und jetzt merkst du auch wirklich, ist es ein Mittelschwierigkeitsgrad eingeschaltet. Ist das sehr anstrengend für dich oder würdest du sagen,
Es ist jetzt irgendwie so wie Wasser treten ohne Wasser, weil du hast ja, ich kann es jetzt gar nicht beschreiben, aber es ist mal ganz, ganz angenehm und vor allem, weil der Oberkörper auch noch gleichzeitig bewegt wird. Und ich merke schon, wie man automatisch eine aufrechte Haltung einnimmt, ja. Und das finde ich ja auch sehr, sehr wichtig. Sie arbeiten wirklich komplett für Ihren ganzen Körper und wie Ralf, eine aufrechte Haltung, das ist doch wichtig. Aber irgendwie sah das bei dir eleganter aus, aber ist ja egal, wenn ich es zu Hause mache, sieht es ja keiner. Genau, und das ist der Aspekt. Zu Hause trainieren, Ihr eigenes Heimfitnessstudio haben und vor allen Dingen mit so viel Pulssensoren, was auch wieder ein Sicherheitsaspekt ist. Sie können sich festhalten. Sie haben die Sicherheit, dass Sie es ablesen können. Und vor allen Dingen die Ruhe weg. Sie sind nicht gehetzt und können sich die Zeit für sich selbst nehmen, durchatmen und sich ein paar Minuten trainierenweise darauf stellen. Also ich muss sagen, man merkt auch sofort eine Wirkung. Also bei mir jetzt in den Oberschenkeln, man merkt gleich, dass man was gemacht hat, aber ohne sich jetzt groß anzustrengen. Und vor allem, das Schöne ist, ich kann jetzt auch mal, ich kann auch rückwärts, das mache ich mal rückwärts. Ist auch ganz interessante Erfahrung. Also und ich finde es toll. Jetzt misse ich noch mal meinen Puls. Mal gucken, da müsste ja jetzt weiter hoch sein. Und 98. 98, ein bisschen hoch. Steigerung. Also das geht noch. Und ich sehe auch gerade noch mal, was ich ganz wichtig ist, wir sind hier wirklich gefestigt auf vier Füßen. Das heißt, Sie brauchen keine Angst haben, dass es irgendwie wackelt. Das ist richtig bombenfest und vor allen Dingen super stabil. Patricia, wem würdest du dieses Gerät jetzt empfehlen? Jedem, der ein wenig Bewegung anders setzen möchte als Fahrradfahren. Nicht jeder mag Fahrradfahren, aber jeder mag jetzt zum Beispiel wie du. Ja, Wasser, Planschen. Und ich finde es eine ganz tolle Sache für jedermann, der ein bisschen abwechslungsreich haben möchte, der auch den Oberkörper mit trainieren muss. Ich habe zum Beispiel meinen Papa das am Herzen gelegt. Und zwar, der sollte auch mal, der hat so einen Bauch, ne? Der sagt immer, ist mein Kapitale, Patricia, ist mein Kapitale. Ja, so ein Bauch kostet viel Geld. Ja, aber irgendwann ist es gesundheitsschädlich. Und das hat mein Papa gehabt. Mein Papa hatte ein Raucherbein, musste operiert werden. Und danach kalter Entzug, ne? Nicht mehr rauchen nach 40 Jahren, ist ein wichtiges Thema. Und dann hat er angefangen, sich da drauf zu stellen, sagte, ja, meinst du denn, das bringt was? Doch, ja, das bringt was. Und vor allen Dingen, er fand das ziemlich angenehm, dass er wirklich mit wenig Aufwand Körper, Oberkörper, Bauch, die Mitte, sein Kapitale trainieren kann und seine Beine. Und ganz wichtig hier, bei den Männern und sexy bei den Frauen, schöne trainierte Waden. Damit kommen sie auch besser durch den Alltag. Wenn sie einen besseren Körperhaltung haben, kommen sie wirklich besser durchs Leben und durch den Tag. Und ich lege Ihnen das an Herzen, nehmen Sie sich das, was Ihnen am liebsten ist. Fahrradfahren oder Sie setzen noch eins drauf und nehmen den Ganzkörpertrainer, wie ich es bezeichne, den Crosstrainer. Ja, und man wird dann auch wirklich durch diesen Crosstrainer jeden Tag ein bisschen fitter. Auch wenn einem Treppensteigen zum Beispiel schwer fällt. Ja, hier simuliere ich das und dann trainiere ich meine Muskeln und werde jeden Tag ein bisschen fitter. Ein bisschen außer Atem kommt man auch, aber da merkt man auch, dass man was getan hat. Genau. Also ich finde es richtig schön. Es macht richtig Spaß und ich mache es einfach mal noch ein bisschen weiter. Oder willst du wieder draufkommen? Zeig uns mal, wie das ein Profi macht. Wir geben ein mal ein Profi, bisschen mehr Gas. Gar nicht viel wissen, ganz ehrlich. Sie müssen hier gar nichts mehr wissen. Das ist das Schöne bei diesem Trainer. Eigentlich, was müssen Sie machen? Draufstehen, den inneren Schweinehund, wie Ralf sagt, überwinden und das Teil anschmeißen, sag ich mal. Und dann müssen Sie einfach nur gehen. Sie können auch ein bisschen hier anfangen. Ich würde immer so anfangen. Ich habe mein eigenes System. Ich fange an, bevor ich meine Arme irgendwo draufsetze, dass ich so ein bisschen meine Schultern locker. Und das mache ich so erstmal so eine 1 bis 2 Minuten. Das kann man hier perfekt ablesen. Wenn ich hier auf den ersten Punkt gehe, dann sieht man die Zeit und dann schön die Schultern kreisen und nach vorne. Und dann strecke ich mich mal. Und das mache ich. Und dann wirklich so ein bisschen erstmal lockern. Das klingt jetzt albern, aber das machen wir immer. So schön schütteln und dann fangen wir an. Und dann setze ich erstmal meistens meine Hände wirklich auf den Pulsmesser, warte dann, bis er gemessen hat und dann gehe ich direkt rüber. Und ich fange meistens immer erst so an und dann gebe ich Gas. Und wenn ich dann 5 Minuten so Gas gegeben habe, mache ich wieder langsam, atme tief durch. Nehme vielleicht mal meine Hände nach oben und strecke mich wieder. Das wäre meine Art zu trainieren. Also das ist jetzt, wenn man es mal eine Weile gemacht hat, wird man wahrscheinlich auch immer mutiger, oder? Man traut sich mehr. Man kann vor allem auch mehr von der körperlichen Fitness her. Und eben, es ist immer nur der erste Schritt, bis man mal angefangen hat. Irgendein großer Philosoph hat mal gesagt, die längste Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Und das ist beim Sport genauso. Fangen Sie irgendwann mal an. Genau, und dafür müssen Sie natürlich anrufen und sich das gute Stück bestellen. Ja, aber habe ich jetzt irgendwann gesagt? Nicht irgendwann. Fangen Sie jetzt an.
an, weil jetzt ist genau der richtige Moment. Und diesen Kreuztrainer hier gibt es für 189,91 €. Mit der Bestellnummer NX1080 und der 569. Am Anfang werden sie so aussehen wie ich gerade drauf, das ist sicher. Aber schon nach wenigen Wochen werden sie dann so sein wie Patricia jetzt. Und das finde ich so toll, was man selber mit eigener Energie in wenigen Wochen schaffen kann. Man muss es nur wollen und ich bin mir sicher, Sie wollen es auch. Crosstrainer, eine tolle Sache, sehr, sehr bewährt, deshalb auch in jedem Fitnessstudio zu finden. Aber Patricia, du hast uns ja noch viel, viel mehr mitgebracht. Ja, und das ist, glaube ich, das Highlight von jedem, der gerne auf die Straße geht, spazieren geht oder joggen tut. Wir haben unseren Laufband, unser Profilaufband. Magst du dich gleich draufstellen oder soll ich mich? Mach du mal zuerst, zeig mir das erstmal. Erst einmal auch hier, ganz wichtiger Aspekt, der Pulsmesser. Ganz tolle Geschichte, natürlich auch anschalten. So. Und jetzt? Jetzt sehen wir erstmal schön das Display, dieses wirklich, wirklich dieses übersichtliche Display. Aber bevor wir auf das Display kommen, wir haben hier wirklich 12 verschiedene Programme, die Ihnen helfen, das richtige Laufprogramm zu finden. Also was mir hier gleich auffällt, Patricia, abgesehen von den Laufprogrammen, da kommen wir gleich noch dazu, ist diese große Lauffläche. Ich kenne so Laufbänder, XL. Da ist sowas klein, da musst du immer kleine Schritte machen, dass du überhaupt draufbleiben kannst. Hier, das ist ja riesengroß. Genau, XL-Größe würde ich sagen. Und vor allen Dingen ist es eine XL-Größe. Und ganz toll hierbei, Sie können sich links und rechts festhalten. Ich habe auch immer Angst gehabt, oh, wenn ich auf Laufbändern war, ich bin wirklich, ich bin wirklich ein Chaot. Ich brauche etwas zum Festhalten, auch ich. Und das ist schön. Erstmal festhalten und wirklich dieses breite Fläche. Und du merkst auch, guck mal. Das ist gut gefedert. Ja. Ne? Also selbst so. So, jetzt wollen wir anfangen. Jetzt drücke ich auf Start. Ja? Das mache ich jetzt mal. Oh, da kommt ein Countdown. Genau, Sie müssen keine Angst haben, dass das sofort losgeht. Es fängt, schauen Sie mal, richtig langsam an. Es wird noch runtergezählt. Wirklich, als wenn selber ein Trainer bei Ihnen ist. Ein Profitrainer. Jetzt war aber jemand vor mir auf dem Laufband und ist von mir aus hier im Sprint mit 15 km/h gelaufen. Und ich schalte es dann wieder ein. Muss ich dann gleich mit 15 km/h losgehen? Nein, es fängt ganz langsam an. Ab dieser KMH-Zahl, nämlich quasi 0 bis 1. Sie siehst ja gerade, es hat auch runtergezählt. Zählt 3, 2, 1 und dann ganz entspannt. Und dann kannst du dir die verschiedenen Geschwindigkeiten einstellen. Du gehst hier selber höher oder du wählst einer unserer 12 Programme. Und da haben wir Walking, Jogging, normales Gehen, alles, was du möchtest, ist dabei drin. Ja, und hier, ich sehe hier die vorprogrammierten Programme, aber da geht es immer hoch und runter. Wie jetzt hoch? Das ist mal unser On-Top-Produkt. Und zwar, Sie können auch leichte Bergsteigung haben. Und das können Sie entweder in einem Programm haben, wie wir das hier sehen, dass wir hier Bergsteigung drin haben. Dann fährt das Gerät automatisch hoch und runter. Oder Sie machen das individuell mit diesen Knöpfen, die wir hier sehen. Ich weiß nicht, jetzt sehen wir gerade. So, dann kannst du einfach hochfahren. Steht auch Steigung. Aha. Genau, und das können Sie auch links machen. Wo der Pulsmesser ist, ist auch nochmal, dass Sie es mit der Hand ganz bequem in der linken Hand bedienen können, wenn Sie sich festhalten. Dann fährt es hoch. Und jetzt sehen wir, wie das hydraulisch nach oben fährt. Und jetzt praktisch so ein Berglauf. Genau, und also ich finde es auch schon anstrengender, muss ich ehrlich sagen. Ich wollte gerade sagen, entsprechend ein klein wenig anstrengend. Da wird man selbst bei 1,9 Stundenkilometer jetzt. Ich mache ein bisschen schneller, weil das geht mir für mich leichter. Und dann kannst du auch ganz bequem mit der linken Hand, wenn du sagst, boah, alter Schwede, jetzt ist vorbei, ich muss runter, dann machst du einfach links runter und siehst du wirklich, es geht langsam runter und auch nicht ruckartig, sondern wirklich angemessen, dem Körper angepassten und der Geschwindigkeit fährt es ruhig runter. Also für mich wäre, glaube ich, flach das Richtige. Ich bin nicht so der Bergläufer. Ja, ja, aber ich glaube, mit der Zeit, wenn man hier regelmäßig trainiert, kommt das auch. Und jetzt haben wir hier ja wirklich ein Profilaufgerät, das heißt ein Anfänger kann ganz normal langsam anfangen, aber der kann über viele Jahre sich steigern und sogar rein theoretisch kann er hier sogar für den Marathon trainieren. Genau, oder? Bis zu 18 km/h schnell können Sie hier drauf laufen und das ist schon eine mega Geschwindigkeit. Aber ich betone mal, Sie selber bestimmen die Geschwindigkeit und wann Sie 18 km/h laufen wollen vor allen Dingen. Ganz wichtig hierbei ist mir noch dieser Sicherheitsaspekt, wenn Sie sich mal wagen, doch schneller zu laufen und merken so, oh, das ist doch zu schnell, dann hauen Sie wirklich hier auf diesen Knopf, den wir haben, bam, und das Teil bleibt sofort stehen. Ihr Laufband hält für Sie sofort an. Also das ist nichts. So Notaus im Prinzip. Notaus, und dann entriegeln wir gerade wieder und fangen wieder an. Und jetzt bin ich gespannt. Fängt der wirklich bei einem Stundenkilometer wieder an? Und
du hast recht gehabt, das hängt wirklich bei einem Kilometer wieder an. Also man braucht keine Angst haben, dass man hier plötzlich von einer Geschwindigkeit überrascht wird und dann nach hinten geschossen keine wird. Keine Angst, bitte gar nicht. Das Gerät macht wirklich nur genau das, ja, was ich will. Genau, was du willst. Stell mal vor, du wolltest am Abend zuvor 18 km/h laufen. Dann bist du das gelaufen. Möchtest aber morgens, hast du gesagt, boah, ich habe so schlecht geschlafen, ich gehe mal aufs Laufband und hast vielleicht vergessen, wenn du das gedacht hättest, das wieder runterzustellen. Keine Angst, es startet bei 1 und kannst selber entscheiden, okay, morgens bin ich ein Morgenmuffel, ich fange mit 1 km/h an oder 2 km/h. So, jetzt sehe ich hier aber noch so komische Wölbungen. Kannst du uns die auch erklären? Das sind die wichtigsten Wölben für jeden, und der Musik, Unterhaltung, Hörbücher oder sonst was liebt. Wir haben hier eine Möglichkeit, Musik zu hören, über den Anschluss, den wir ja auch wunderbar drin haben. Ganz einfach den MP3-Player anschließen oder Ihr Handy, wenn das geht. Und dann können Sie quasi ganz einfach über dieses System Musik hören. Das ist ja klar. Kann ich mich noch ein bisschen motivieren? Und das ist ja oftmals so, dass bei Sport immer mehr Sportler nehmen ja Musik. Ihre Lieblingsmusik oder ihren Lieblingsrhythmus, um dann richtig zu trainieren und sich selber nochmal zu motivieren. Also rundum an alles gedacht bei diesem Profigerät. Obwohl Profigerät, das hört sich immer so an, als ob wirklich nur Profis drauf Nein. Sie werden zum Profi. Guck mal, wir können das Ganze auch schneller stellen und du kannst dich gleich auch mal draufstellen. Sie sieht werden schon richtig selber zum Profi. Bei 5,5 beginnt Patricia zu laufen. Wow, jetzt bist du schon auf 7 Stundenkilometer. Also das wäre jetzt für mich schon richtig schnell. Das ist also ja 18 km/h würde ich auch nicht schaffen. Kann ich Ihnen ganz ehrlich sagen, 18 km/h wäre mir zu schnell. 7,3 finde ich schon schnell. Und dann haue ich drauf und zack, das Band bleibt stehen. Oder ich kann natürlich auch wieder langsam runter, wenn ich keinen Notfall habe. Aber wie ich stehe jetzt auch mal drauf, genau. Jetzt messen wir erstmal wieder meinen Puls. Guck mal, Pilz hat sich toll, kann sich festhalten. Puls ist wieder runter, ganz normal. 72 zeigt er mir an. 74, Ralf. 76, wunderbar. Also, jetzt Start drücken. Der ist so fasziniert, der hört mir gar nicht mehr zu. Entschuldigung, jetzt. Guck mal, du konntest dich festhalten. Ich finde das total toll. Ich schmeiß mich da auch mal so drüber. Ich halte mich jetzt mal fest. Also, du hast recht, 1 Stundenkilometer ist ein bisschen arg langsam. Ah ja. Gehen wir mal auf 2, würde ich sagen. Oder 3. Mal gucken. So. Denk dran, du hast eine Jeanshose an. Ja, ne? Ja, und keine Turnschuhe. Ich und weiß, keine aber, Turnschuhe. Aber das ist jetzt so mal Stadtlauf, würde ich sagen. Gemütlich so durch die Stadtmitte flanieren, einfach sich ein bisschen bewegen. Und jetzt machen wir es mal ein bisschen schneller. Also ich finde es schön, wie komfortabel man hier läuft auf dem Laufband. Total angenehm, die Federung. Merkst du wirklich, wie schön dieses ganze Band hier gefedert ist und vor allen Dingen diese breite Fläche. Merkst du, man braucht keine Angst haben, dass man links oder rechts rübertritt. Es ist wirklich eine ganz tolle Fläche. Ja, es ist sehr, sehr angenehm, wirklich. Das ist so komfortables Laufen. So stelle ich mir Laufen auf einem Waldboden vor, zum Beispiel. Ach, schön, ja. Können Sie sich das vorstellen? Sie laufen durch den Wald und in Ihrem Wohnzimmer. Eben, das ist ja das Schöne. Ich muss nicht in den Wald, ich muss nicht extra irgendwo hinfahren. Und vor allem, ja, ich kann auch raus, wenn es regnet, wenn es stürmt, wenn es schneit, ganz egal, bei jedem Wetter, ohne neugierigen Blicke. Ist für mich auch immer wichtig, dass ich trainieren kann, wann ich will, aber ohne dabei beobachtet zu werden, weil ich mache das gerne allein. So. Und jetzt möchte ich dich mal bitten, dass du einfach mal hier bedienst den Berg. Wie einfach das geht, dass du bestimmen kannst. Ich wusste doch, dass sie mich heute noch stressen möchte. Also, wir sehen jetzt auch gerade den Zuspieler ganz toll das. Gehen wir mal bergauf. Und die Dame hier in dem Zuspieler, die läuft ja auch ganz bequem. Jetzt lassen Sie sich aber nicht verunsichern, das ist eine sehr durchtrainierte Dame. Das zeigen wir nur, weil es einfach hübsch aussieht. Aber Sie selber können das ganz bequem zu Hause, wie ich, in den einfachsten Jogginganzug hinstellen und sich ganz bequem zu Hause fühlen und trainieren. Und das bei dem Preis 699,50 €, Ralf. Das ist mal zugreifen, oder? Also für so ein Profi-Laufband. Ich hab mal in einem Fitnesscenter gefragt, was denn so ein Laufband kostet, weil das entspricht ja ungefähr denen. Und die haben zu mir gesagt, unter 2.500 € kriegst du sowas nicht. Und jetzt sehe ich den Preis. 699,50 € für mich der absolute Wahnsinn. Also, da zugreifen. Aber ich drücke jetzt hier einfach mal auf Stopp, weil du hast uns ja noch mehr mitgebracht, oder? Geld. Und das ist ja genau das Produkt, was du zu Hause hast. Mhm. Und worauf ich ganz stolz bin, denn der Ralf hat richtig viel trainiert. Und das jede Menge fleißig und das mit wenig Zeitaufwand. Und schau sich diesen schmucken Kerl an, was aus ihm geworden ist. Also ich habe immer gesagt, Sport für Faule. Und da stehe ich auch noch dazu, weil ich bin eigentlich einer, der nicht so gern schindet. Und dann hat man mir gezeigt, hier eben Fitnesstrainer mit Vibration und unseren Vibrationstrainern. Seitdem stehe ich morgens 10 Minuten drauf, jeden Tag. Und ich muss sagen, ich bin begeistert von der Wirkung, die dieser Vibrationstrainer hat.
Ja, das ist nämlich eine Ganzkörpertrainingsvariante und zwar ein Vibrationstrainer, der horizontal und schwingend rotiert und das in der ganzen Muskulatur. Ich schalte ihn noch nicht an. Sie werden ihn merken in den Waden, in den Muskeln hier drinnen und natürlich in dem Oberschenkel. Es geht rauf bis in den Bauch und dann in den Brustbereich bis hin in den Rumpf und das bestimmen Sie selber und das in wenigen Minuten. In 10 Minuten hast du ein Trainingsergebnis von 90 Minuten. Magst du dich direkt draufstellen? Ja, gerne, gerne, gerne. Du bist ja jetzt mittlerweile derjenige, der es wirklich jeden Tag benutzt. Ja, ich bin heute Morgen zwar schon, aber das macht nichts. Ich mache das auch gern mittlerweile 2-3 Mal am Tag. Und am Anfang, meine Damen und Herren, benutzt man hier diese Expander. Einfach nur, sich sicher zu fühlen. Und schau mal, da müssen wir noch einschalten. Ja, so, genau. Jetzt haben wir an. Einfach nur, um sich sicher zu fühlen, ein bisschen Balance zu haben. Aber das werden Sie ganz, ganz schnell ablegen. Dann stehen Sie wie selbstverständlich drauf. Und ich kann das wirklich sagen. Ja, wirklich sich festhalten. Bei ne? mir war es am Anfang genauso. Und jetzt kann man da noch ein bisschen zusätzlich ich trainieren. Ich sag dir mal so 3-3, das reicht ja schon vollkommen. Ja, ja, mach nur. Und vor allen Dingen das Schöne ist, Sie können sich festhalten an diesen wunderbaren Expandern. Das sind diese Seile mit den Griffen. Das heißt, der Sicherheitsaspekt, dass Sie sich wohlfühlen und gesichert sind. Sie müssen keine Angst haben, dass das Teil Sie runterwirft. Im Gegenteil. Sie stehen bequem wie Ralf drauf, festhalten und können natürlich das später dazu einbauen, indem dass Sie da vielleicht ein paar Übungen machen. Aber jetzt sag mal, Ralf, wie fühlt sich das jetzt schon wieder an für dich? Es fühlt sich toll an, weil man merkt wirklich, dass der Körper etwas macht, ohne dass man selber sich überanstrengt. Man muss ja selber nicht aktiv hier jetzt laufen, klettern, rennen oder sonst was, sondern das passiert hier automatisch. Und die Wirkung, wenn man es mal über mehrere Monate macht, die ist unglaublich. Also man wird mobiler, man koordiniert besser, man wird beweglicher, man wird fitter. Und wenn man es wirklich regelmäßig macht, dann purzeln auch noch ein paar Pfunde. Und das so soll es sein. Die Pfunde sollen purzeln und das ganze Bindegewebe soll gestrafft werden und die Muskeln sollen sich aufbauen. Jetzt, mein lieber Ralf, drück mal bitte die Knie durch, ja. Ganz durch. Okay. Stell dich bitte aufrecht hin, nicht die Brust rein hier. So, und jetzt spürst du das wirklich, bis es nach oben zieht, gell? Ja, auf jeden Fall. Man spürt es wirklich im ganzen Körper. Und ich finde es auch schön, dass man jedes Mal, wenn man draufsteht, ein bisschen mutiger wird. Tag für Tag, Woche für Woche. Und Sie müssen es nur regelmäßig tun. Genau, ja. Regelmäßig tun. Und vor allen Dingen, jetzt haben wir schon 2 Übungen gezeigt. Da gibt es ja noch viele weitere. Ganz toll ist auch eine Sache, was du immer erzählst. Man kann sich entspannen nach einem langen Arbeitstag. Aber bevor wir darauf zurückgreifen, möchte ich noch mal ein Bild zeigen, wie unser Ralf vor einem ganzen Jahr aussah, bevor er das jeden Tag benutzt hat. Und das ist eine wahre Geschichte. Es ist noch kein Jahr her. Schauen Sie mal, vor 9 Monaten, bevor ich regelmäßig auf unserem Vibrationstrainer gestanden bin. Und jetzt gucken Sie mir jetzt noch mal genau ins Gesicht. So, sehen Sie den Unterschied. Und das führe ich persönlich auch natürlich auf den Vibrationstrainer zurück. Jeden Morgen 10 Minuten, aber mit eiserner Disziplin. Aber ich habe mir da so einen Ritus geschaffen. Morgens mache ich den Fernseher an, schaue Frühstücksfernsehen und stehe nebenher hier auf den Vibrationstrainer. Und so vergehen 10 Minuten wie im Flug und ich bin jeden Tag trainiert. Ich finde das eine ganz tolle Leistung und hier ein großes Kompliment an dich, lieber Ralf. Ich bin begeistert. Ich habe dich ja vor einem Jahr so noch nicht gesehen. Jetzt sehe ich dich nur und ich finde, das ist schon eine schöne Leistung. Das sehen Sie wirklich, wie entspannt er die ganze Zeit da draufsteht, ohne außer Atem zu sein und ohne etwas groß zu tun. Da wird schon alles trainiert und Sie sind noch nicht mal außer Atem. Das ist optimal für morgens damit aufzustehen, aus dem Bett, unter dem Bett hervorholen, draufstehen, keinen Platz brauchen. Und dann haben wir noch einen Obolus, bevor wir jetzt auf diese ganzen Übungen gegangen wären. Wenn du jetzt mal runtergehst, setz dich mal auf dein Stühlchen. Ich habe es schon nach hinten gestellt. Was machst du? Das ist seine Lieblingsübung. Ah, abends. Abends, wenn er nach Hause kommt, einen harten Tag gehabt. Ja. Wenn mir die Füße wehtun, wenn ich mal wieder zu lange im Studio gestanden bin und ich habe es erst wieder vor kurzem gesehen beim Fußballspiel, wenn es Verlängerung gibt, dann kommen die Physiotherapeuten auf den Platz und massieren die Spieler. Genau, die schütteln hier richtig genau, durch. Da werden die Waden geschüttelt, die Oberschenkel geschüttelt und genau dasselbe mache ich jetzt hier mit meinem Vibrationstrainer. Nur, dass es der Trainer hier macht hier und die Maschine für dich macht und keiner lässt dich an dir rumfummeln und danach kannst du auch wirklich so schön über dein Bein streichen. Da streichst dein Bein aus und das ist ein wirklich tolles Gefühl, gell?
alt? Ist unangenehm. Unangenehm ist es nicht, wollte ich sagen. Es ist so. Unglaublich angenehm. So rum war es. Es wäre fast ins Fettnäpfchen gedacht. Macht nichts. Aber ich finde es einfach toll, wie vielseitig der einsetzbar ist, wie klein und kompakt unser Vibrationstrainer ist. Und das Schöne, und das ist wieder die gute Nachricht für unsere Zuschauer, er ist auch im Moment wieder sofort lieferbar. Ja, und das sofort. Das heißt, heute bestellen, morgen geht's raus und übermorgen haben sie es schon bei Ihnen. Und bei, ich möchte nochmal ansprechen, der Preis, das ist mein Sensationsschlager von 237,41 €. Und Sie haben das optimale Trainingsergebnis, Balance, Muskelworkout und Körpererhaltung und Entspannung. Das ist richtig was ganz Tolles in einem, Ralf. Ja, und es ist wirklich effektiv. Das beweist allein die Tatsache, dass mittlerweile jedem Fitnesscenter ein solcher Vibrationstrainer steht. Und ich glaube, ich bin der beste Beweis dafür, wie effektiv man damit trainieren kann. Und was auch ein bisschen was für den Körper tun, dann vielleicht ein bisschen mehr Wasser trinken, ein bisschen weniger Süßigkeiten essen und das alles in der Kombination. Und dann sind Sie Ihrem Ziel von der Traumfigur gar nicht mehr so weit entfernt. Also rufen Sie ein unter der eingeblendeten Telefonnummer 0180 51 51, dreimal die 2, und sich den guten Vibrationstrainer für zu Hause gönnen. Die NC 1104569, das ist Ihre Telefonnummer zum besserem Wohlbefinden. Ja, also machen Sie es wie ich, fangen Sie an, und zwar jetzt.